rudern, das ist schon so ein Psychospiel. In Lane 3 für Germany, Oliver Zeitler! Weil du da einfach eigentlich einen 7-Minuten-Sprint hinlegen musst. Und was ist mit Oliver Zeitler? Beißt jetzt auf die Zähne, Augen geschlossen! Da kann jeder Weltmeister werden. Jeder Einzelne hat das Zeug dazu. Da geht ordentlich die Post ab dann. Die Jungs kommen. Das wird ein Hammerkampf. Wir gewinnen das Ding. Wir gewinnen es. Jetzt geht er hoch, jetzt geht Olli hoch. Ja, Olli geht hoch und geht nach vorne. Wahnsinn. Das ist, ich krieg sofort Gänsehaut, ey. Wahnsinn. Olli Zeitler für Germany, what a finish. Sieger im Halbfinale. Das ist es. Qualified for the A-Final and qualified for the Tokyo 2020 Olympics. There will be additional opportunities though for fourth place Robbie Manson ahead of fifth place. Das war jetzt wirklich schon ein wichtiger Moment in meiner Karriere, weil das war jetzt heute die Olympia-Quali, die ich damals als Schwimmer nicht geschafft habe. Und ja, das war schon sehr emotional für mich, und wenn ich jetzt daran denke, da treibt mir immer noch so ein bisschen Tränen in die Augen. Das muss man sich mal vorstellen. Man geht da vor nicht mal 3 Jahren, steigt man so ins Boot und denkt so, okay, Olympia, das wär's, ist mein großes Ziel. Und dann geht es Schritt für Schritt nach vorne und jetzt ist Realität. Also das ist eine wahnsinnige Last, die jetzt da von uns runterfällt einfach, weil wir das geschafft haben. Eine saubere Sache. Und Anti-Aging. Ist das schon anders? Noch nicht. Das ist jetzt tatsächlich so ein enges Feld, da kann jeder Weltmeister werden. Jeder Einzelne hat das Zeug dazu. Und wenn man sich jetzt die Halbfinals angeschaut hat, da sind 3 Boote wirklich innerhalb einer halben Länge ins Ziel gefahren jeweils. Das wird wahrscheinlich im Finale genauso sein. Und wenn dann 6 Boote da auf die letzten 500 Meter gehen, da geht ordentlich die Post ab dann. Da holt jeder die Messer raus und da wird dann einfach nur noch geprügelt, geprügelt, geprügelt. Wir wissen, was wir trainiert haben. Wir wissen, dass wir fleißig waren. Wir wissen, dass wir eine gute Vorbereitung hatten. Und das sind einfach so Aspekte, die spielen jetzt schon auch eine Rolle. Ja? Zu wissen, die Vorbereitung war richtig gut. Mutig sein. Bissig sein. Angriffslustig sein. Und clever. Keine Schmerzen. Mitten in der Natur. Einfach noch mal so ein bisschen runterkommen. Die Saison noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Der deutsche Meister Oliver Zeitler. Schon ein bewegender Moment. Man
weiß dann, was man erreicht hat und man ist so innerlich stolz darauf, was man mit seinem Team da auf die Beine gestellt hat. Keiner kann mich schlagen, also das muss jetzt wieder rein. Einfach so ein bisschen wieder ein anderer Mensch werden. The Wunderkind from Germany taking the lead. Olli Zeidler, the man who... Olli! Jawohl! The Zeidler who worked too hard to that... Zeidler! Mann, ist das spannend. Vier Boote gleich auf. Die letzten 500, die gehören uns. Was ist mit Oliver Zeidler, der dritte von rechts? Überspurtet jetzt schon Sverre Nielsen. Jetzt kommen sie in den Bereich der Zuschauerränge. Es sind nicht mehr viele Meter zu verlieren. Und was ist mit Oliver Zeidler? Kann er hier noch Silber holen? Kommt immer besser in Schwung. Die letzten Meter, der Däne oder der Deutsche oder der Norweger. Gold für Oliver Zeidler. Weltmeister! Ja! Oliver Zeidler takes the gold medal. 6:44.55. A phenomenal push to the line for the young Danke! Ja! In a second ahead of Sverre Nielsen for silver. And bronze medal goes to Temple. Wahnsinn! Just ein geiles Rennen, Leute! A second silver medal. The gold medal, the 2019 world champion representing Germany, Oliver Zeidler. Mir geht jetzt so vieles durch den Kopf, auch meine Tochter, die Marie, die im Achter leiden musste, die ganze Saison über jedes Rennen auf die Fresse gekriegt hat, und meine fantastische Frau, die wirklich, wirklich auch leidet, dass ich oft unterwegs bin, dass ich viel beim Training bin, die einfach viel entbehren muss, und dann der Großvater, der natürlich immer mit Rat und Tat zur Seite steht, der Training macht, wenn ich keine Zeit habe, der nach Henley fährt, wenn ich arbeiten muss. Heute haben wir natürlich ein bisschen Glück gehabt, es waren 300. Egal, da fragt nächstes Jahr keiner mehr, wer ist jetzt Weltmeister? Wir sind jetzt die Gejagten und das ist geil. Dass ich wahnsinnig stolz auf ihn bin, dass ich ganz herzlich gratuliere und dass es so weitergeht und einfach nur an sich glauben und weiterkämpfen und an das nächste Ziel denken. Olympia. Aber es sind noch 300 Meter und das ist die Stärke von Zeidler. Ich würde sagen, so 20 Mal habe ich jetzt schon gesehen, ist ja noch nicht so lang her, aber 20 kommt schon. Was ist mit Oliver Zeidler? Was ist mit Sverre Nielsen? Die letzten Meter, der Däne oder der Deutsche oder der Norweger, Gold für Oliver Zeidler. Ach, war das ein packendes Finale. Nach so einem Rennen, wo man wirklich alles gegeben hat, ist man fertig mit der Welt und mit den Nerven. Auf. Komm. Ja, das sind im Grunde genommen drei Generationen, also Großeltern, Tochter mit Schwiegersohn und die drei Enkel. Und darüber hinaus gibt es dann noch ein paar Hühner und dann gibt es noch zwei Hunde hier, die hier rumspringen, die das ganze Familienleben auch manchmal so ein bisschen durcheinander bringen, ja.
braucht diesen Schoß der Familie und die Ruhe dann auch mal hier einfach zu sagen, so jetzt lasse ich alles hinter mir, habe meine Ruhe hier und kann mich ein bisschen entspannen. Also früher haben wir uns extrem viel gestritten. Jetzt so die letzten 2 Jahre ist es weniger geworden. Woran das liegt, weiß ich nicht, ob es mit dem Ruder zu tun hat, dass wir jetzt beide den gleichen Sport machen. Ja, also schon ein besserer großer Bruder als früher. Der war schon sehr, sehr aktiv und nie zu bändigen. Das hat uns sehr viel Nerven gekostet. Also bevor der in die Schule gekommen ist, hieß es dann nach dem Kindergarten, dass dieses Kind niemals eine normale Schule schaffen wird, geschweige denn einen vernünftigen Abschluss. Da ist für uns Eltern erstmal eine Welt zusammengebrochen. Wir haben uns aber trotzdem entschieden, ihn ganz normal auf die Grundschule zu stecken. Was ist passiert? 4 Jahre durchmarschiert, Gymnasium. Da die Jahre bis zur 12. durchmarschiert, keine einzige Nachhilfestunde. Also alles richtig gemacht. Also das meiste ist noch vom Schwimmen. Glücklicherweise hauptsächlich goldene. Und die internationalen Medaillen hängen halt hier oben. Das sind nur die 3 goldenen, die ich dieses Jahr hier hängen habe. Also die Ergometermeisterschaft in Long Beach, dann Luzern die Europameisterschaft und hier die Weltmeisterschaft in Linz. Genau, also hier stehen die beiden Ruderpokale, die ich bisher so gewonnen habe. Das hier ist Henley von diesem Jahr und das eben 2018 den Gesamtweltcup. Sind schon einige weg. Aber genau, das sind meine aktuellen Autogrammkarten. Die unterschreibt man dann vorne und dann hier noch die Erfolge halt drauf. Dann. Also meine Familie hält mir ja immer den Rücken frei und ohne meine Familie würde ich das alles gar nicht schaffen. Also diese ganze Versorgung in Richtung Sport, jetzt wirklich Fokus auf den Sport, dass ich mich darauf konzentrieren kann, wäre ohne meine Familie überhaupt nicht denkbar. Er ist jetzt der Gejagte. Er wird es auch im nächsten Jahr sein, als Weltmeister, als amtierender Weltmeister. Und Olympia ist dann nochmal eine Hausnummer, was größer wie eine Weltmeisterschaft. Nach dem Abi habe ich gleich mit der Ausbildung hier zum Steuerfachangestellten angefangen und bereits während meiner Ausbildung habe ich dann das Studium zusätzlich noch angefangen, sodass ich dann eben dualer Student geworden bin. Und ich habe jetzt noch meine mündliche Prüfung im nächsten Monat und dann bin ich damit auch fertig und dann werde ich hier weiterhin arbeiten auch. Als ich von der WM zurückgekommen bin, da haben halt die Kollegen meinen Platz, den ich an dem Tag gebucht hatte, etwas aufgehübscht. Da gab es dann Donauwelle, also den Kuchen, mit einem netten Ruderboot mit meinem Gesicht drauf. Und da wurde ich mit Konfetti beworfen und es gab halt die Luftballons, genau. Ich habe ja mal in einem Interview gesagt, dass ich der einzige Hobbysportler in der Weltspitze bin, weil ich da ja wirklich gegen Leute fahre, die Fulltime rudern, nur rudern. Und ich eben das hier als mein erstes Standbein habe, weil ich davon eben auch die nächsten 60 Jahre noch leben muss von meinem Job. Und daher ist Rudern tatsächlich eher das Hobby. Donnerstags arbeite ich ja nur bis mittags und dann versuche ich dann halt danach gleich zum Physio zu gehen und danach noch die letzte Einheit zu machen. Was an Olli echt toll ist, der hat eine richtig, richtig gute Körperwahrnehmung. Der kann dir genau sagen, was das Problem ist, wo er Auswirkungen spürt und dadurch ist das Behandeln eigentlich auch einfacher. Also ich weiß nicht, ob das Schwimmen da ein Vorteil war, aber die Körperwahrnehmung ist schon extrem gut. Da könnten sich andere schon eine Scheibe abschneiden, ja. Oh, was war das denn? Hat sich was gelöst. Thank you.
Ich erzähle halt einfach aus meinem beruflichen Alltag und wie das mit dem Sport so zusammenhängt. Vielleicht auch, was mich motiviert, was ich vom Sport mit in den Beruf nehmen kann. Solche Aspekte. Oliver Zeitler ist ein toller Typ. Er ist quasi so auch ein Deloitte-Gewächs, von dem, wie er sich auch fachlich, wie er sich auch als Mitarbeiter dann eben weiterentwickelt hat. Grüß dich. Hi. Und natürlich, er ist nach außen hin auch ein Botschafter, weil es eben auch ein Mitarbeiter ist, der auch eine Deloitte schon Vergangenheit hat und nicht jetzt erst da eingestiegen ist und auch aus meiner Sicht auch natürlich eine Deloitte-Zukunft hat. Das Schlimmste sei ich so 10 Minuten vorm Start, muss ich sagen, weil da ist dann einfach alles ruhig. Es ist halt momentan bei mir einfach Olympia so, das steht über allem, das ist mein großer Traum, dem ich schon mein ganzes Leben gefühlt hinterherfieber. Hast du einen strengen Ernährungsplan? Nein, als Ruderer kann man glücklicherweise alles essen, was man möchte. Masse ist tatsächlich auch Macht, zumindest auf dem Ergometer. 10 Kilo mehr produzieren schon ein paar mehr Watt, wenn man die nach hinten wirft. Ja, man möchte natürlich schon dem Arbeitgeber was zurückgeben irgendwie, dafür, dass man da so unterstützt wird. Und deswegen ist es natürlich auch für mich wichtig, dann entsprechend auch so die Wichtigkeit für mich auch zu zeigen. Relativ entspanntes Programm und ein bisschen was für die Grundlagen. Solltest du schaffen. Ganz gut. Also besonders auf den Grausachen ist er immer noch absolut deutsche Spitze. Das ist noch richtig, richtig gut. Richtig stark. Das Hammer. Fertig. Das Thema ist abgehakt. Ab. Ja, Luis ist mein bester Kumpel und man sieht sich halt jetzt nicht mehr beim täglichen Training, sondern immer nur so sporadisch, immer mal wieder, wenn der andere Zeit hat, trifft man sich mal auf einen Kaffee oder geht mal abends was essen oder eben schwimmen, ausnahmsweise mal. Ja, so sieht es dann aus, wenn man sich trifft. Wenn man mit dem Sport aufhört, den man liebt, dann kommt auch so ein bisschen Wehmut mit und Ernüchterung und auch Selbstzweifel, warum es nicht geklappt hat und dass er halt den Sprung da geschafft hat und den Traum, den jeder Sportler sich setzt mit Olympia, jetzt auch, ja, dass er das geschafft hat, das gönnt man ihm aus tiefstem Herzen. Ja, gemerkt, nachdem ich mit Schwimmen aufgehört habe, dass mir irgendwas in meinem Leben gefehlt hat. Dieses ständige sich selbst pushen, sich körperlich auch auszubelasten. Das habe ich gesucht und jetzt im Rudersport gefunden. Teil dieser Geschichte zu sein, das ist irgendwie einfach wunderschön und ich habe mich wirklich in diesen Sport verliebt und das kann mir jetzt auch keiner mehr nehmen, das ist hier drin. Schauen, was das Wetter sagt.